Nächstes am Wort gemeldet ist Norbert Sieber von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Minister, Herr Minister, Hohes Haus. Wir sprechen bei diesem Tagesordnungspunkt vom Entlastungspaket 3, Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen. Und meine Damen und Herren, wir Politiker neigen dazu, allzu gerne in Superlativen zu verfallen, wenn wir etwas beschließen. Historisch ist vielleicht eines davon. Ich möchte es mit einem Außenstehenden versuchen, einem Obmann eines der größten Familienverbände in diesem Land, der zu mir gesagt hat, Norbert, ihr entlastet die Familien in einem Tempo, dass wir bald nicht mehr wissen, was wir fordern sollen. Also, meine Damen und Herren, ich glaube mit gut Fug und Recht, ich glaube mit Fug und Recht, dass wir behaupten können, das, was wir hier beschließen, ist historisch. Diese Regierung, meine Damen und Herren, diese Regierung redet nicht nur, sie setzt um. Meine Damen und Herren, und auch hier im Parlament waren wir, was diese Forderung nach der Valorisierung anbelangt, nicht gerade untätig. Ich bin bei dem Versuch, alle Anträge der letzten 10 Jahre, die sich mit dieser Valorisierung befasst haben, auszusuchen und zusammenzutragen, gescheitert. Berge an Papier wurde produziert, aber diese Regierung handelt und setzt um. Die Valorisierung folgender Familien- und Sozialleistungen werden in Kraft treten. Neben der Familienbeihilfe, dem Kinderbetreuungsgeld und der Studienbeihilfe wird auch der Mehrkindzuschlag, der Kinderabsetzbetrag, das Schulstartgeld, die Unterstützungsleistungen für den Papamonat, das Reha-Geld, das Wiedereingliederungsgeld und auch das Umschulungsgeld ab jetzt jährlich an die Inflation angepasst. Diese Regierung, meine Damen und Herren, entlastet die Menschen. Die genannten Leistungen werden somit im kommenden Jahr voraussichtlich um 5,8% steigen. Und, meine Damen und Herren, für das Krankengeld, das auch valorisiert werden soll, wird hierfür eine Option geschaffen, denn über diese Anpassungsmöglichkeiten müssen natürlich die dafür zuständigen Sozialversicherungen entscheiden. Doch das ist noch nicht alles. Die Schul- und die Heim- und die Fahrtkostenbeihilfe werden zukünftig valorisiert und werden außerordentlich mit September 22 um 12% erhöht. Das heißt, der Grundbetrag für die Schulbeihilfe ist bereits von 1.356 auf 1.520 Euro gestiegen und für die Heimbeihilfe von 1.656 auf 1.856 Euro. Meine Damen und Herren, auch wenn wir oft verschiedener Meinung sind, was Lösungsansätze betrifft, freut es mich doch, dass dieses Entlastungspaket auf breiter Basis beschlossen wird. Dieses Paket zeigt vor allem aber eines: Diese Regierung handelt aus Verantwortung für morgen. Wir reden nicht nur, wir entlasten und setzen um. Das war Norbert Sieber von der ÖVP, er ist Familiensprecher in seiner Partei. Er spricht von einem historischen Beschluss der Regierung beim Thema Valorisierung.